Liebe Geschwister, wir können uns heute nicht von Angesicht zu Angesicht sehen, sondern wir sehen uns heute mal über das Internet. Das ist natürlich nicht das Gleiche, wie Gemeinschaft miteinander zu haben, aber es ist eine hilfreiche Krücke, bis wir wieder hier in der Gemeinde, hier in diesem Raum zusammen sein können. Und ich hoffe jetzt ganz ehrlich, es geht dir gut, es geht deinen Lieben gut und du kannst frohen Mutes hier jetzt dabei sein und dir die Predigt anhören. Ich werde heute meine Predigtserie über das Sendschreiben fortsetzen. Also es liegt nicht daran, dass ich so ein Sturkopf bin, der meint, er muss seinen Stiefel unbedingt weiter durchziehen, sondern es liegt daran, dass ich eigentlich denke, dass dieses letzte Sendschreiben, welches Jesus hier an die Gemeinde weitergibt, dass dieses Sendschreiben eine wichtige Botschaft für die augenblickliche Zeit bietet. Und diese Predigt, die ich jetzt halten werde, die dient dazu, dass du deine Hand in Jesus festmachst, dass wir noch mehr zupacken, zuklammern und ans Jesus uns festhalten, ohne den wir in dieser schwierigen Zeit echt aufgeschmissen sind. Also ich möchte so über die Sendschreiben reden. Und beim letzten Sendschreiben, da ging es an Philadelphia, da habe ich euch gefragt in der Gemeinde, was ist wohl das Wichtigste im Glaubensleben? Was ist das größte Sehnen des Geistes, der in uns drin ist, Gott gegenüber? Und ich habe euch eine Bibelstelle mitgebracht damals und eine Bibelstelle dann auch gezeigt, und wo es um dieses größte Sehnen des Geistes, unseres Geistes Gott gegenüber geht. Und das war Psalm 27, Vers 4. Und da steht, eins habe ich vom Herrn erbeten, danach trachte ich, zu wohnen im Hause des Herrn alle Tage meines Lebens, um anzuschauen die Freundlichkeit des Herrn und nachzudenken in seinem Tempel. Das war die Bibelstelle beim letzten Mal. Und in dieser Bibelstelle geht es eben darum, dass unser Geist in uns ein Sehnen danach hat, im Haus Gottes zu wohnen. Unser Innerstes sehnt sich danach, ganz, ganz nah bei Gott zu sein, in tiefer und enger, inniger Gemeinschaft mit Gott zu leben. Und jetzt kommen wir zum Sendschreiben an Laodicea. Und da geht es nicht um das Sehnen der Gläubigen, sondern da geht es um das Sehnen, das Jesus hat. Was will er am meisten? Welche Werke sollen wir tun? Welche Gebote sollen wir halten? Was ist Jesus wirklich echt wichtig? Und darum geht es mir in diesem Sendschreiben an Laodicea. Und ich nehme deswegen jetzt mal aus diesem Sendschreiben einen Vers vorneweg raus. Und den möchte ich euch gerne vorlesen, bevor wir das ganze Sendschreiben angucken. In diesem Vers heißt es, siehe, ich stehe an der Tür und klopfe an. Wenn jemand meine Stimme hört und die Tür öffnet, zu dem werde ich eingehen und mit ihm essen und er mit mir. Und wisst ihr, das wirklich Wichtige für Jesus sind nicht unser Gehorsam und unsere Werke. Gehorsam und Werke kommen automatisch, wenn wir lieben. Wenn wir ihn lieben, dann sind wir ganz automatisch gehorsam und tun seine Werke. Das wirklich Wichtige für Jesus ist diese innige Gemeinschaft von dir zu ihm. Das steht hier in diesem Vers drin. Da heißt es, ich werde hineinkommen und ich werde mit ihm essen und er mit mir. Und das meint, Jesus will mit uns, mit unserem Geist, innigste Gemeinschaft haben. Und das große Dilemma der Gemeinde in Laodicea war eben, dass sie diese innige Gemeinschaft mit Jesus verloren haben. Sie hatten ein volles Programm, die Gemeinde lief, aber dieses Innige, dieses Vertraute mit Jesus, das haben sie verloren. Er stand nicht mehr in ihrem Herzen und in ihrem Gemeindehaus, sondern er stand draußen, er stand vor der Tür ihres Herzens. Und natürlich ist Jesus mild und gentle, er bricht nicht einfach ein in das, was ihm gehört, sondern er klopft an.
Deswegen heißt es hier, ich stehe an der Tür und ich klopfe an. Und weil viele in unserem Herzenstüren anklopfen, deswegen geht das sogar noch weiter. Ich stehe vor der Tür, ich klopfe an und dann spricht er zu uns. Wenn jemand meine Stimme hört, er spricht zu uns, damit wir wissen, er ist vor der Tür. Wir haben hier also in Laodicea eine Gemeinde, die haben ganz normal weitergemacht, obwohl Jesus schon lange nicht mehr im Mittelpunkt stand. Und jetzt lasst uns mal anschauen, wie kam es denn dazu und woran erkennen wir, ob es auch in unserem Leben solche Tendenzen gibt. Dazu lese ich euch mal den ersten Teil jetzt vor von diesem Sendschreiben an Laodicea. Und dem Engel der Gemeinde in Laodicea schreibe, dies sagt der Amen, der treue und wahrhaftige Zeuge, der Anfang der Schöpfung Gottes. Ich kenne deine Werke, dass du weder kalt noch heiß bist. Ach, dass du kalt oder heiß wärest. Also, weil du lau bist, weder heiß noch kalt, werde ich dich ausspeien aus meinem Munde. Jesus schaut die Werke dieser Gemeinde an und er erkennt, dass sie weder kalt noch heiß sind. Und wo ich das erste Mal gelesen habe, da habe ich mich echt gefragt, Jesus, was willst du denn eigentlich? Was ist die ideale Temperatur? Ist es gut, dass ich heiß bin? Oder willst du lieber eisgekühlt mich on the rocks? Ja, und ich habe mir überlegt, was will Jesus eigentlich haben? Und ich habe dieses Wort jetzt nachgeschlagen. Und das griechische Wort für heiß heißt zeston, sieden. Ja, das Wasser, das im Topf siedet. Und davon, von diesem Sieden, stammt das Wort eifern ab. Und wir kennen das, also die Bibelleser, die kennen das, da gibt es manchmal im Neuen Testament so eine Stelle, da ist von den Eiferern, den Zeloten die Rede. Die Zeloten, das waren Siedende, die geeifert haben. Man kann dummerweise auch fürs Falsche eifern, ne? Aber das waren echte Eiferer. Und jetzt rat mal, was denkt ihr? War Jesus ein Eiferer, ein Siedender oder war er ein Kalter? Dazu lese ich euch jetzt eine Bibelstelle vor, die ist echt, echt cool und sehr, ja, die kann man ganz gut leicht falsch verstehen. Johannes 2, 17 bis, 14 bis 17. Johannes 2, 14 bis 17. Und er fand im Tempel die Ochsen und Schaf- und Taubenverkäufer und die Wechsler sitzen. Und er machte eine Geißel aus Stricken und trieb sie alle zum Tempel hinaus. Auch die Schafe und die Ochsen und die Münzen der Wechsler schüttete er aus und die Tische warf er um. Und zu den Taubenverkäufern sprach er, nehmt dies weg von hier, macht nicht das Haus meines Vaters zu einem Kaufhaus. Seine Jünger gedachten daran, dass geschrieben steht, der Eifer um dein Haus verzehrt mich. Also Jesus, der hatte Hitze. Er war ein Eiferer für das Haus Gottes. Und dieser Eifer, dieses Entbranntsein führte dazu, dass er sich ganz verzehrte. Der Eifer um dein Haus verzehrt mich. Das Wort meint aufgefressen werden. Und er hat sich so weit verzehrt, so weit bemüht hat er sich, dass er sogar sein Leben gab für die Gemeinde, für das Haus Gottes hier auf Erden. Und ich glaube, so möchte Jesus, dass wir sind. Brennend im Geist, glühend für Gott. Das ist, was er gerne hätte. Nicht kalt, sondern heiß und glühend für Gott. Und jetzt gehen wir wieder zurück und schauen nochmal auf diese Gemeinde in Laodicea. Offenbarung 3, 14. Und dem Engel der Gemeinde in Laodicea schreibe, dies sagt der Amen, der treue und wahrhaftige Zeuge, der Anfang der Schöpfung Gottes. Ich kenne deine Werke, dass du weder kalt noch heiß bist. Ach, dass du kalt oder heiß wärest. Also, dass du lau bist und weder heiß noch kalt, werde ich dich ausspeien aus meinem Munde. Und die Gemeinde in Laodicea, die war nicht voll mit Eifer. Die war nicht brennend, die war nicht siedend. Sie war auch nicht kalt. Ja, also so, dass gar kein geistliches Leben mehr in ihr war. Aber sie war eben auch nicht heiß glühend. Und hier heißt es, ich werde dich ausspeien aus meinem Munde. Diese Lauheit, nicht heiß, nicht kalt, diese Lauheit führt dazu, dass es eine Trennung gibt zwischen Jesus und mir.
Wenn ich lau bin, dann wird Jesus ausspeien und wird er sich von mir trennen. Und ich werde getrennt sein von dem, der das Leben ist. Und das ist das Schlimmste, was uns passieren kann. Ich denke manchmal, es ist relativ schwierig, laue Gläubige zur Umkehr zu bringen. Es ist noch viel einfacher, kalte Gläubige, also Ungläubige quasi, hier zu Gott zu bringen. Und das war hier die Sichtweise von Jesus über diese Gemeinde. Und jetzt lasst uns mal schauen, wie die Gemeinde sich selber sah. Was dachte denn die Gemeinde, wie sie dasteht? Und das steht auch in Offenbarung 3 und da heißt es, weil du sagst, ich bin reich und ich bin reich geworden und brauche nichts und nichts, nicht weiß, dass du der Elende und bemitleidenswert und arm und blind und bloß bist, rate ich dir, von mir im Feuer geläutertes Gold zu kaufen, damit du reich wirst. Und weiße Kleider, damit du bekleidet wirst und die Schande deiner Blöße nicht offenbar wäre. Und Augensalbe, deine Augen zu salben, damit du siehst. Ich überführe und züchtige alle, die ich liebe. Sei nun eifrig und tu Buße. Die Gläubigen dieser Gemeinde, das waren echt ganz spezielle. Sie dachten, sie wären reich. Sie sagen, ich bin reich und bin reich geworden. Und ich habe jetzt die ganzen 7-Cent-Schreiben durchgeguckt und da ist mir Folgendes aufgefallen. Es gibt keine einzige Gemeinde, die sich selber beurteilt. Nur die Laodicea beurteilen sich selber. Alle anderen haben gefragt, Herr, wie siehst du mich? Aber Laodicea hat gesagt, oh, ich bin reich. Und ich muss dir ganz ehrlich sagen, das gibt es so nicht. Jede Gemeinde braucht etwas, weil es gibt die fünf, zum Beispiel, es gibt die fünf Dienste. Und nicht jede Gemeinde hat alle fünf Dienste. Es gibt immer einen Mangel an Diensten. Aus dem Grund sind im Neuen Testament zum Beispiel Evangelisten, Propheten, Lehrer von Gemeinde zu Gemeinde gezogen, einfach weil es in den Gemeinden Mangel gab, damit der Mangel in den anderen Gemeinden ausgefüllt wird. Also es gibt keine Gemeinde, die sagt, ich habe alles und brauche nichts. Das gibt es gar nicht. Und Jesus beurteilt jetzt diese Gemeinde, die von sich behauptet, ich habe alles und ich brauche nichts, beurteilt die ganz anders. Er sagt, hey, du bist die elende Gemeinde. Du bist die erbärmliche Gemeinde. Du bist die arme Gemeinde. Du bist die blinde Gemeinde. Du bist die nackte Gemeinde. Und schaut mal, was jetzt passiert ist. Dieser Mangel in dieser Gemeinde an persönlicher Gemeinschaft mit ihm, der hat dazu geführt, dass sie plötzlich arm, schwach, blind gegenüber der Wahrheit und bloß vor Gott stehen. Also wenn diese Gemeinschaft mit Jesus verloren geht, dann verlieren wir all diese Attribute, für die Jesus eigentlich gestorben ist. Wisst ihr, Jesus möchte, dass seine Braut nicht ärmlich und nackt in der Welt steht. Er hat großes Interesse daran, dass seine Braut in Herrlichkeit, in Schönheit, in Anmut vor Gott steht. Psalm 45 zum Beispiel, da heißt es, ne, dass sie in Gold neben ihm stehen soll. Die Königin soll in Gold neben ihm stehen. Das ist die Stellung, die Jesus haben möchte und die er erworben hat auch. Und jetzt ist die Frage, was muss die Gemeinde tun? Ne? Die Gemeinde muss einkaufen gehen, so wie wir auch. Ne? Wir gehen ja auch ständig einkaufen und versuchen ganz verzweifelt Toilettenpapier zu kriegen, ne? Wie alle anderen. Und so muss die Gemeinde eben auch einkaufen gehen. Aber die braucht kein Toilettenpapier, sondern die soll bei Gott Heiligkeit, weiße Kleider, Augensalbe kaufen. Und hier ist von Gold die Rede. Sie soll Gold kaufen. Gold ist so ein Bild für die Gemeinschaft mit ihm. Ein Bild, das mit Hingabe zu tun hat. Ich gebe mich hin und ich bekomme Gold. Ich werde goldig vor Gott. Weiße Kleider ist ein Bild für die Bedeckung der Schande. Ein reingewaschen werden im Gewissen, in unserem inneren Menschen. Augensalbe. Augensalbe dient dazu, dass wir geistlich klar sehen. Dass wir sehen, was abgeht, aber Augensalbe ist auch ein Bild dafür, dass wir geistlich wach sind, dass wir geistlich lebendig sind, dass wir sprühen
vor geistlichem Leben. Ja, und wenn man einkaufen gehen möchte, also das müssen wir alle ab und zu, dann ist es einfach so, die an der Kasse wollen keine Backsteine, sondern die wollen Geld. Und so braucht es auch die Gemeinde. Die Gemeinde muss einkaufen gehen. Und wenn ich was einkaufen will, dann muss ich was hergeben. Ich muss Geld geben. Und diese Gemeinde, die muss auch was geben. Die muss nämlich das verkaufen, was sie hat, und es Gott hingeben und dafür unendliche Waren bekommen. Die muss ihren Reichtum, den sie glaubt zu haben, diesen Reichtum muss sie aufgeben, um das von Gott zu kaufen, was wirklich echt zählt. Und Jesus sagt auch, wie das geschieht. Das steht ganz deutlich drin. Sei nun eifrig und tu Buße. Durch Umkehr geschieht dieses Verkaufen, dieses Loslassen von dem, was wir glauben zu haben, und diese Hingabe an Gott und dieses Empfangen von diesem Neuen, diesem Gold, diesen weißen Kleidern, dieser Augensalbe. Und diese Umkehr soll mit Eifer geschehen, ja, mit siedend, ein eifriges Umkehren. Also das heißt, Jesus möchte gern, dass diese Gemeinde aus der Getrennung, aus der nicht innigen Gemeinschaft mit ihm, in eine innige Gemeinschaft mit ihm hineinkommt. Und ich finde es obercool, wie dieses Sendschreiben endet. Im Ende von diesem Sendschreiben, da wird nämlich dann der Lohn des Überwindens uns dargestellt. Was geschieht denn mit uns, wenn wir anhaltend in vertrauter Gemeinschaft mit Gott sind? Und ich lese euch mal die letzten Verse vom Sendschreiben vor. Wer überwindet, dem werde ich geben, mit mir auf meinem Thron zu sitzen, wie auch ich überwunden und mich mit meinem Vater auf seinen Thron gesetzt habe. Wer ein Ohr hat, höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Eben noch am Anfang der Predigt, da saßen sie mit Jesus in ihrem Haus und jetzt sitzen sie mit Jesus in seinem Haus auf seinem Thron. Aus der innigen Gemeinschaft am Anfang, ja, die sind zur Tür reingekommen, die Gläubigen haben ihn reingelassen, haben mit ihm innige Gemeinschaft gehabt, ist ein hinausgeführt worden in den Himmel, auf den Thron von Jesus. Und dieses auf dem Thron sitzen, wie es hier drinnen steht, wer überwunden und wird, wie auch ich überwunden und mich mit meinem Vater auf seinen Thron gesetzt habe, dieses Überwinden führt dazu, dieses Thronsitzen bedeutet, dass wir einen Herrschaftsanspruch im Himmel haben. Regieren vom Himmel her, in Anspruch nehmen der Herrlichkeit, die Jesus uns gibt. Vollmacht haben, und wie Jesus sie hatte. Vollmacht haben, wie sie Jesus sie hatte. Eigentlich, wenn wir ganz ehrlich sind, wir wissen genau, was geschrieben steht, da heißt es eigentlich, mehr Vollmacht haben, als Jesus sie hatte. Ihr werdet größere Taten tun, als ich getan habe. Und diese Vollmacht, die entsteht aus dieser innigen Verbindung und Einheit mit ihm. So wie Jesus mit dem Vater in inniger Gemeinschaft ist und jetzt thront vom Himmel aus, so möchte auch, dass wir mit ihm zusammen in Herrlichkeit regieren. Ich glaube, das ist das, was der Vater im Gleichnis vom verlorenen Sohn sich gewünscht hat. Er hat sich nicht gewünscht, dass sein älterer Sohn arbeitet wie ein Brunnenputzer, ja, und gar nicht mehr zur Ruhe kommt. Er hat sich nicht gewünscht, dass sein jüngerer Sohn davonläuft. Er hat sich gewünscht, dass seine Söhne mit ihm zusammen diesen Betrieb bewirtschaften, dass sie in Austausch und Gemeinschaft mit ihm sind, aus seiner Vollmacht, aus seiner Autorität und aus seinem Wissen heraus die Arbeit machen, die sie machen müssen. Ich glaube, das hat sich der Vater im Herzen gesehnt. Und das drückt auch dieses Sendschreiben an Laodicea aus, dieses Sehnen von Jesus, dieses Sehnen des Vaters nach einer Herzensgemeinschaft mit ihm. Und da möchte ich dich wirklich ermutigen. Ich möchte dich ermutigen, ja, wo du merkst, dass es dir an dieser Herzensgemeinschaft fehlt. Da kehr um. Kehr um von dem Weg,
gehe zu ihm. Und ich bin ganz überzeugt und weiß, er klopft an die Türe. Wir müssen nicht darum flehen, dass er klopft. Er klopft an die Türe. Und unser Job ist, innen drin aufzustehen, die Türe zu öffnen und sagen, komm, komm Jesus, ich will mit dir innige Gemeinschaft haben. Und dann geschieht etwas ganz natürlich. Du wirst Gemeinschaft mit ihm haben, dann wird eine Anbetung in dir wachsen, ein Sehnen nach ihm hin, ein Dienen ihm gegenüber, ein ihn erheben auf den Thron. Und indem wir dieses tun, werden wir erhoben und dürfen mit Jesus auf seinem Thron sitzen. Wer überwindet, dem werde ich geben, mit mir auf meinem Thron zu sitzen. Das ist die Botschaft vom Sendschreiben an Laodicea. Und ich möchte jetzt noch kurz beten. Und wenn du kannst, dann mach da einfach mit. Es ist ein bisschen seltsam hier übers Internet, aber mach das so gut du kannst. Vater im Himmel, wir sehnen uns nach dieser Gemeinschaft und wir sagen ja, ja, wir wollen, dass Jesus in unserem Herzen reinkommt, dass er regiert, alle Räume besetzt und wir mit ihm ehrliche, echte und tiefe Gemeinschaft haben. Ja, wir öffnen die Türe und ja, wir kehren um und ja, wir hören auf falschen Reichtum zu vertrauen und wir nehmen das Falsche weg und wir nehmen von dir Neues. Ich danke dir, Jesus, ich danke dir, Vater, für dein Interesse an unserem Herzen. Ich danke dir für dein Interesse an unserem Herzen. Danke, dass du es ernst meinst, dass du es gut meinst mit uns. Danke dafür. Komm und schütze uns, bewahre uns auch vor diesem Virus und vor dieser Krise im Augenblick und hilf du uns da hindurch, uns und unseren Lieben. Und ich danke dir für deinen Segen. Danke, Vater, danke, Jesus. Amen.